Auf einem meiner Streifzüge durch die deutsche Literatur stieß ich auf einen Typus Mensch, der mir bis dahin nur in verschwommenen Umrissen unter die Augen gekommen war. Der Mensch, der für sich selbst lebt, ungeachtet der Gewalten, die auf ihn eindringen, ungeachtet der Formen, die er annimmt. Er lässt sich in kein Regime einordnen. Staatsformen sind ihm wie dünne Häute, die unaufhörlich von ihm abblättern. Die Freiheit ist ihm kein tosendes Inferno, das den Leviathan im Flammentode verschlingt. Die Freiheit ist ihm Fluss, ist ihm Adaption, ist ihm Freisein. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Ernst Jünger umschreibt in seinem Roman Eumeswil einen Menschentypus, den er mit dem Begriff des Anarchen belegte, dem herrschaftslosen Menschen. Das Interessante daran ist, dass Jünger sich seiner Zeit vor allem wegen seiner Leistungen im Ersten Weltkrieg, seiner Tagebücher aus Kriegszeiten, seinem hartgesottenen Nationalismus, seiner anfänglichen Nähe zu den Nationalsozialisten und seiner aristokratischen Radikalität die ersten Spuren als Schriftsteller verdiente und eben dafür heute noch bekannt ist. Auch wenn die Marmorklippen und der Waldgang bereits den Weg in diese Richtung wiesen, mag es nicht wenige verwundern, eben jenen Ernst Jünger nun in die Nähe der Anarchie gerückt zu sehen. Aus gutem Grund, denn das Topos der Anarchie ist seit jeher ein umstrittenes. Nicht erst seit dem 21. Jahrhundert gelten Anarchisten als pöbelhafte Krawallmacher und Chaoten, denn auch im 19. und 20. Jahrhundert hatten sie bereits einen wenig wohlklingenden Ruf. Wie Mackay es formulierte: Das Aussprechen des Wortes schon ist wie das Schwenken eines roten Tuches. In blinder Wut stürzen die meisten auf dasselbe los, ohne sich Zeit zu ruhiger Prüfung und Überlegung zu lassen. Allerlei Attentate und Volksaufstände, Kirchenverbrennungen und öffentliche Exekutionen konnten die Anarchisten in ihrem Portfolio verbuchen, bevor sie im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts schließlich sämtliche Relevanz verloren, nachdem sie im Spanischen Bürgerkrieg den vereinten Kräften der Faschisten und Kommunisten unterlagen. Die aus dem Brand schatzenden Mob, der gegen seine gewalttätigen Unterdrücker ebenfalls zur Gewalt griff, abgeleitete Verbindung zwischen Unordnung, Gewaltherrschaft, völligem Chaos und dem Begriff der Anarchie geht jedoch fehl, denn ein solcher Zustand ist bereits mit der Anomie treffend bezeichnet. Die Anarchie bezeichnet lediglich die Abwesenheit von Herrschaft. Ordnung ohne Herrschaft soll sie sein. Jüngers Anarch verkörpert diese negierte Herrschaft, während der Anarchist ihr bloß anhängt, wie einem metaphysischen Ideal, das er in den weltlichen Sphären verwirklicht sehen möchte. Der Anarchist ist, man verzeihe mir das Wortspiel, bloß ein Jünger der Anarchie, die er mit religiösem Fanatismus zu seinem Lebensinhalt macht, während der Anarch sie schlicht darstellt. Er ist die Anarchie. Diese Unterscheidung ist elementar und sie ist mit diesen wenigen Worten noch unzureichend beschrieben. Um zu verstehen, was die Figur des Anarchen ausmacht, muss zunächst geklärt werden, was er nicht ist. Dazu müssen wir erst einmal festlegen, was ein Anarchist denn überhaupt ist. Wenn die Anarchie die Herrschaftslosigkeit ist, muss ein Anhänger derselben konsequenterweise jede Herrschaft ablehnen. Der Anarchist ist Reaktion. Er braucht einen agierenden Gegenspieler, einen Feind. Ohne ihn ist der Anarchist nichtig. Der Anarchismus ist gewissermaßen der weltliche Erbe des Christentums. Er entstand aus einem Gefühl der Unterlegenheit heraus, aus einem Gefühl des Beraubtwerdens, des von Privilegien Ausgeschlossenseins. Der anarchistische Vordenker Proudhon formulierte es mit den Worten: Eigentum ist Diebstahl in seinem Qu'est-ce que la propriété. Opfer dieses Diebstahls sollte die arbeitende Klasse sein. Die Unterdrückten, die Beraubten, die Mittellosen, die Unprivilegierten sind aus Sicht des Christentums sowie des Anarchismus die Guten, während die anderen selbstverständlich die Bösen sind. Ohne den Monarchen,
den Patrizier, den Diktatoren, verliert der Anarchist seine Bedeutung. Deshalb verschwand er auch in den Geschichtsbüchern und tritt im 21. Jahrhundert nur noch als Schatten, als Persiflage, als trauriger Witz in Erscheinung. Die Politiker heute eignen sich nicht mehr zum Feindbild. Sie sind von so geringer menschlicher Qualität, dass die Abneigung gegen sie nicht über den Ekel hinausgehen kann. Sie sind des Hasses nicht würdig. Wer bei ihrem Anblick dennoch ein Gefühl der Ebenbürtigkeit oder gar der Unterlegenheit empfindet, muss selbst von ähnlicher Machart sein. Und so sind die Anarchisten des 21. Jahrhunderts selbst von so geringer Qualität, dass ihre Vorgänger sich eher mit ihren Feinden verbrüdert hätten, als solchen Gestalten den Weg zu bereiten. Die positive Entsprechung des Anarchisten ist der Anarch. Dieser ist nicht der Gegenspieler des Monarchen, sondern der am weitesten von ihm entfernte, der von ihm unberührte, wenngleich gefährlich auch er. Er ist nicht der Gegner des Monarchen, sondern sein Pendant. Der Monarch will viele, ja alle beherrschen. Der Anarch nur sich allein. Der Anarch besteht für sich selbst. Im Buch wird dies anhand der Ausführungen des Protagonisten Martin Venator deutlich. Auch der Schauplatz und die dort vorherrschende politische Lage unterstreichen das. Vor ihrem Hintergrund hebt der Anarch sich ab, seine Umrisse scharf gezeichnet. Eumeswil ist ein von politischen Umbrüchen gebeutelter Stadtstaat, eine Art Tribunalrepublik, und die Gewaltherrschaft ringen dort regelmäßig um die Oberhand. Der Protagonist dient dem amtierenden Despoten, dem Kondor, als Steward in der Nachtbar und hat dort die Möglichkeit, den exklusiven Gesprächen zu lauschen, die der Gewaltherrscher mit seinen Beratern führt. Einem Herrscher untergeben zu sein, mag nun auf den ersten Blick nicht mit der Herrschaftslosigkeit der Anarchie in Einklang zu bringen sein. Im Gegenteil, es hat den Anschein, als träfen hier zwei miteinander nicht vereinbare Gegensätze aufeinander. Venator hat dazu Folgendes zu sagen. Für den Anarchen ändert sich wenig, wenn er eine Uniform abstreift, die er teils als Narrenkittel, teils als Tarnanzug trug. Sie deckt seine innere Freiheit, die er bei solchen Übergängen versachlichen wird. Das unterscheidet ihn vom Anarchisten, der sachlich unfrei zu toben beginnt, bis man ihn in eine strengere Zwangsjacke steckt. Der Liberale ist mit jedem Regime unzufrieden. Der Anarch geht durch ihre Folge möglichst ohne anzustoßen, wie durch eine Flucht von Sälen hindurch. Der Anarch führt seine eigenen Kriege, selbst wenn er in Reih und Glied marschiert. Er kämpft allein, als Freier, dem es fern liegt, sich dafür aufzuopfern, dass eine Unzulänglichkeit die andere ablöst und eine neue Herrschaft über die alte triumphiert. Der Anarch ist Waldgänger, die Partisanen sind Kollektiv. Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht der Anarch ist, der dient, sondern lediglich sein Trugbild. Er dient zum Schein und bewahrt sich auf diese Weise seine Freiheit. Er mag den Anschein erwecken, ein treu ergebener, glühender Kämpfer für die Sache zu sein, doch nichts hielt ihn davon ab, seinen Vorgesetzten zu erschießen, sofern sich daraus ein Vorteil für ihn ergäbe. Ansonsten begnügt er sich mit dem Wissen, dass er ihn töten könnte, wenn er es denn wollte. Wenn die Zeit gekommen ist, blättert sein Trugbild ab und er erschafft sich ein neues. Das Besondere für mich als Anarchen ist, dass ich in einer Welt lebe, die ich letzthinig nicht ernst nehme. Das erhöht meine Freiheit. Ich diene als Zeitweiliger. Vorschriften beachtet er ebenfalls, nicht weil er muss, sondern weil es ihm zum Vorteil gereicht, sich nicht dagegen zu sträuben. Ich ging vom Respekt aus, den der Anarch den Vorschriften erweist. Respektare als Intensivum von respicere ist, zurückblicken, überdenken, berücksichtigen. Das sind Verkehrsregeln. Der Anarchist erinnert an einen Fußgänger, der sie nicht anerkennt und prompt überfahren wird. Ihm wird schon eine Passkontrolle zum Verhängnis. All das kommt dem begeisterten Revolutionär so vor, als seien es wohlfeile Worte, die eine tiefer liegende Feigheit kaschieren sollen. Eine Passivität, die nicht den Mut zur entschlossenen Handlung aufbringt und deshalb in der Teilnahmslosigkeit versinkt. Doch der Anarch ist nach Aussage des Protagonisten nicht teilnahmsloser, sondern teilnahmsfreier. Wenn er entschließt, dass die Zeit des Handelns gekommen ist, so handelt er. Er rennt nicht um des Handels willen gegen den Wall an, nur um von den Mauerschützen erschossen zu werden.
Gegebenenfalls ist er sogar Mauerschütze, wenn die Situation es erfordert, denn der Mauerschütze kann sich auf dem Wall vollkommen frei bewegen. Das ist die Rolle des Anarchen, der nach allen Seiten frei bleibt, doch sich nach jeder wenden kann. Dabei kommt mir zugute, dass ich mich von moralischen und kultischen Bindungen befreit habe. Das Leben ist zu kurz und zu schön, um es für Ideen aufzuopfern, obwohl sich die Ansteckung nicht immer vermeiden lässt. So wirkt er denn wie ein idealloser Opportunist, und das sage ich in diesem Fall rein deskriptiv. Doch kann ich auch nicht leugnen, dass ich diese Erkenntnis bei der Lektüre des Buches als störend empfunden habe. Bei dieser voreiligen Beurteilung habe ich jedoch eine entscheidende Sache übersehen. Ein Mann wie Jünger, der sich nach eigener Aussage mit dem Anarchen identifizieren konnte, hat sehr wohl Ideale besessen. So besitzt auch der Anarch Ideale, wie aus dem Text unmissverständlich hervorgeht, wenn man ihn denn unvoreingenommen studiert. Nur sind es eben die eigenen Ideale. Nachdem ich Eumeswil gelesen hatte, befand ich, dass ich zu wenig wusste, um das Buch angemessen beurteilen zu können. So ließ ich mir Max Stirner sowie Jüngers vorangegangenes Buch Heliopolis zukommen und las auch Mackays Roman Die Anarchisten ein zweites Mal. Nachdem ich diese drei Bücher gelesen hatte, betrachtete ich Eumeswil erneut und fand, die Zeit für eine Beurteilung sei gekommen. In welchem Verhältnis Jünger zu der Figur des Stirnerschen Eigners steht, habe ich in meinem Video über Stirner bereits besprochen. Er nimmt ihn nicht als Vorlage, wie ihm gern unterstellt wird, sieht ihn aber als eine Art Geistesverwandten. Beiden geht nichts über sich, nichts über die eigene Glückseligkeit. Interessanter als eine Auflistung der Gemeinsamkeiten ist aber natürlich eine Erörterung der Punkte, in denen sie sich unterscheiden. Weil Jüngers Protagonist hier nicht weiter erläutert, fällt es mir zu, diese Unterschiede selbst herauszuarbeiten. Ich denke, dass der Eigner, so wie Stirner ihn konzipiert hat, durchaus in der Figur des Anarchen aufgehen könnte, zumindest besagen das die mir in Erinnerung gebliebenen Textstellen. Allerdings kann man das Konzept nie von seinem Schöpfer trennen, und so treten doch erhebliche Unterschiede zutage. Griffe man auf Tiermetaphorik zurück, so wäre der Anarch ein Hund, der sich unterwürfig seinem Herrchen für Futter und Schlafkorb willig hingibt und sich als Wachhund betätigt, jedoch verschwindet, sobald mehr als ein halbstarker Ganove vor der Tür des Herrn erscheint. Möglicherweise tritt er sogar in den Dienst des neuen Herrn, sofern das einen Vorteil birgt. Der Eigner hingegen wäre ein Stier, der sich im Austausch gegen Futter durchaus auch einmal vor einen Pflug spannen ließe, aber sofort den Bauern, der es wagt, die Peitsche auszupacken, auf die Hörner nimmt und ihn durch die Luft schleudert. Wir haben hier also den besonnenen, aalglatten Taktiker auf der einen und den impulsiven, streitbaren Hitzkopf auf der anderen Seite. Darüber hinaus ist der Anarch um seiner Souveränität willen ein Einzelgänger, der Eigner kann um seiner Glückseligkeit willen aber durchaus auch ein Familienmensch sein. Das führt mich nun zu meiner Kritik am Anarchen, denn ich halte den Eigner für das vollkommenere Konzept. Der Anarch ist Einzelgänger. Angehörige und die biologisch begründete Bindung zu diesen berauben ihn seiner Souveränität, machen ihn erpressbar und schränken ihn in seiner Handlungsfreiheit ein. Venator behauptet zwar, beglücke dich selbst sei das Grundgesetz des Anarchen, doch eigentlich müsste es lauten, erhalte dich frei. Denn er ist nicht Hedon, sondern Anarch, und so bleibt er doch trotzdem nur ein Rückzugsort für Männer hohen Alters und junge Burschen, die ihr Leben ohne feste Bindungen verbringen wollen. Ich kann den Weg des Anarchen nachvollziehen und bin ihn sicher einen guten Teil meines Lebens unabsichtlich mitgegangen, und doch habe ich nicht vor, ihn nun auch noch absichtlich bis zu seinem Ende mitzugehen. Das ist mir meine Souveränität nicht wert. Aus der Geburt meines ersten Kindes erwuchs eine Verantwortung, die zu tragen der Verlust meiner Freiheit mir mehr als wert ist und die ich gegen keinen Ruhm, keinen materiellen Reichtum und erst recht nicht gegen etwas so Fadenscheiniges wie die Freiheit eintauschen würde. Als Eumeswil erschien, war Jüngers Sohn bereits im Krieg gefallen, seine Frau gestorben und sein Bruder schied im Erscheinungsjahr ebenfalls aus dem Leben. Es gab keine familiären Bande mehr. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Figur des Anarchen gerade in dieser Phase von Jüngers Schaffen das Licht der Welt erblickte. So sehr Ernst Jünger auch die Moderne verachtete, so sehr ist der Anarch doch ein Kind gerade dieser Zeit. Die Loslösung von aller Verantwortung, die radikale Individualisierung, die Vermeidung familiärer Bindungen, die Schlüpfrigkeit der vertretenen Überzeugungen.
Ist das nicht die Anthropomorphisierung der Moderne? Der Anarch entsagt der menschlichen Natur um seine Souveränität willen. Er entwurzelt sich selbst, um bei jedem Sturm aufs Neue umhergewirbelt zu werden und möchte allen voran sich selbst weismachen, dies sei Freiheit, dies sei Herrschaftslosigkeit. Doch nie wird er erblühen, nie wird er Früchte tragen, nie wird die Geschichte ihn zur Kenntnis nehmen und sie tut gut daran. Der Anarch ist der legitime Zufluchtsort für den einsamen Jungen und für den lebensmüde gewordenen Alten, doch dazwischen beraubt er das Leben seines Inhaltes und Reichtums. Hätte Jünger nur seine Spätwerke veröffentlicht, er wäre heute wohl kaum jener Meilenstein deutscher Literatur. Seine Kampfeslust und sein Widerstand haben ihn aus der Masse hervorgehoben und so sind die mit diesem Pathos geschriebenen denn auch zu Recht seine bekanntesten Werke. Martin Venator ist kein gehaltvoller Charakter mit einem Gros an Lebenskraft. Er ist ein bequemlicher, genussorientierter Mensch mit Sinn für das Großartige, das er selbst doch weder zu schaffen bereit noch in der Lage ist. Vorschriften sind ihm feste Bahnen, an denen er sich einfach orientieren kann. Von der Inhaltslehre der Geschichte will er sich befreien und verwandelt sich während dieses Prozesses doch selbst in einen inhaltsleeren Menschen. Hüllen sollen von ihm abfallen, doch er selbst ist Hülle. Es ist ein Grundthema für den Anarchen, wie der Mensch, auf sich allein gestellt, den Übermächten, sei es des Staates, der Gesellschaft oder der Elemente, trotzt, indem er, ohne sich unterzuordnen, sich ihrer Spielregeln bedient. Es ist seltsam, sagt Sir William Perry bei der Schilderung der Wohnungen auf Winter Island, es ist seltsam zu bedenken, dass all diese Vorkehrungen sich gegen die Kälte richten und das in Häusern aus Eis. Gottlose Grüße.